Unübersehbar prangt überall in Zwickaus Innenstadt und natürlich auch im Umland die Werbung für das größte Kinderfest in Südwestsachsen oder vielleicht sogar ganz Sachsen. Zwicky Fax begeht am Samstag seine nunmehr 6. Auflage. Einst von der GGZ anlässlich des 15-jährigen Bestehens ins Leben gerufen, hat sich diese Veranstaltung zu einer festen Größe im Terminkalender der Stadt entwickelt. In der vergangenen Woche informierten sowohl Organisatoren als auch Sponsoren noch einmal über die Aktivitäten. In seinen einleitenden Worten ließ Finanzbürgermeister Bernd Mayer keine Zweifel daran, dass es erklärtes Ziel sei, dieses Kinderfest am Leben zu erhalten. Also das Gute ist, politisch lässt sich Zwicky Fax mit Stadtratsbeschluss nicht stoppen und nicht beenden. Das ist dem Engagement der unzähligen Sponsoren, Menschen zu verdanken, die sich für Zwicky Fax einsetzen. Das ist gut so. Zwicky Fax, das 6. Mal in diesem Jahr. Sie sind von Anfang an dabei, Frau Berg. Was kann man sagen? Was ist geblieben? Was hat sich bewährt? Was gibt es an Neuem? Geblieben ist das Riesenengagement von vielen Beteiligten, für Kinder in der Stadt was Gutes zu tun, was uns richtig den Elan verleiht, jedes Jahr nach neuen Varianten, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um ein tolles Fest für die Kinder zu veranstalten. Geblieben sind im Grunde genommen viele Akteure der vergangenen Jahre, aber mit neuen Angeboten. Und hinzugekommen sind viele neue Akteure, die sich jetzt unbedingt mit einbringen wollen, weil sie gemerkt haben, das ist ein ganz tolles Fest in der Region, das wirklich dokumentiert, das sind unsere Kinder, das ist unsere Zukunft und für die müssen wir unbedingt was tun. Ein Fest in der Region, mittlerweile aber auch sachsenübergreifend. Also ja, zweifelsohne kann man sagen, wir sind das größte Kinderfest in Sachsen. So, und ja, ohne jetzt irgendwelche Ambitionen auf den Freistaat Bayern oder auf den Freistaat Thüringen anzuregen. Aber wir haben Kinder aus Thüringen und aus Franken zu Gast. Und das ist eine gute Sache. Weil egal wie, wir machen das Fest für Kinder, egal aus welcher Region, egal aus welchem Land. Und wenn sie Interesse an Sachsen finden, ist das in Ordnung. Und wenn sie Interesse an Zwickau finden, ist das noch mehr in Ordnung. Dann wünschen wir uns, das ist auch Ihr größter Wunsch, schönes Wetter. Das hoffen wir, das haben wir auf alle Fälle bestellt und ich bin sicher, Petrus ist Freund der Kinder. Voller Stolz berichtete Karin Berg, dass es in diesem Jahr 96 Anbieter auf dem Schwanenteichgelände gibt. Zu einem verlässlichen Partner gehört auch diesmal wieder die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Unternehmenssprecher Steven Simon betonte, dass dieses Kinderfest eine hervorragende Werbung für Zwickau als familienfreundliche Stadt sei. Deshalb engagiert sich die GGZ auch in diesem Jahr wieder mit altbewährten Aktionen wie den riesigen begehbaren Wasserbällen, aber auch einigen Neuerungen zum Thema Zirkus. Auch die ZEV mit ihren Bastelstationen und Globus Zwickau mit einem ganz speziellen Angebot im U3-Bereich sind wieder mit im Boot. VW ist traditionell wieder auf der Kranichwiese mit Riesenrutsche, der bewährten Autobemalaktion und Kinderschminken vertreten. Für Partystimmung am Ende sorgt wieder die Comedia-Konzept, die auch in diesem Jahr wieder das Abschlussbühnenprogramm stemmt. Comedia-Konzept ist von Anfang an dabei, diesmal zum 6. Mal natürlich. Wir sind immer für die große Abschlussparty auf der Freigespüne zuständig. Es ist zu einem Höhepunkt des Festes geworden, diese Veranstaltung. Die Kinder vereinigen sich mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels. Also die Familien nehmen diese Veranstaltung wahr. Und es ist in den letzten Jahren immer ein volles Zuschauerrund gewesen. Und eine große Party, die wird es auch dieses Jahr. Ein junger Kindermusiker aus Osnabrück kommt mit seinen beiden Freunden. Die Freunde sind das Zappeltier und die Prinzessin Mickey Du. Und die werden mit den Kindern und den Eltern ein großes Orchester bilden und eine schöne, coole Party feiern. Dann greifen wir an dieser Stelle noch einmal den Wunsch von Karin Berg auf, dass der Wettergott dem Kinderfest wohlgesonnen sein möge und alle großen und kleinen Gäste einen tollen Tag auf dem Schwanenteichgelände verleben werden. Sonnenschein, kommt mit ins Museum, wir laden.